So. Okay. Machen wir mal da hoch. Ich war hier noch nie in dieser Hunting Area. Also hier können wir auf jeden Fall Tiere jagen. Ich weiß noch nicht, was es für Tiere hier zu jagen gibt. Wahrscheinlich Bären, Wölfe, Hirsche und Schweine. Ich weiß es aber nicht. Wir gucken einfach mal. Oh. Okay. Heisenberg ist auf jeden Fall auch schon da. Nutris? Vielleicht auch Nutris. Ich weiß es nicht. So. Okay. Also Heisenberg ist auf jeden Fall auch schon wieder da. Das sieht fast so aus wie der Turm, der Aussichtsturm, den wir haben. Den wir... Was war das denn? Au! 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 Scheiß Bär! Au! Was ist denn jetzt passiert? Ich habe keine Hand mehr. Und ich liege im Müll. Au! Was ist passiert? Hallo? Spiel? Bin ich tot? Was ist jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Oh, ich kann mich ducken. Ich kann unter die Karte gucken. ich glaube, da liege ich. Kann das sein? Oder ist das das Auto? Nee, ich glaube, da liege ich. Hä? Ich glaube, irgendwie ist das Spiel kaputt. Er hat mich in die Textur gekloppt, ja, so ungefähr. Ich kann aber auch nichts mehr machen. Doch, ich kann noch was. Kann ich noch was essen und was trinken? Es geht. Was? Was zum Fick? Warum? Was ist mit diesem Spiel nur los? Ja, super, ich muss halt laden, ne? Ah, Schande, ey. Zum Glück habe ich vorher gespeichert irgendwann mal. Oh, habe ich gespeichert? Warum? Vor allen Dingen hat sich nicht mal angekündigt, das Arschloch, ne? Sonst sagen die immer, ich bin der Bär. Aber der hat ja gar nichts gemacht. Hä? Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber vielleicht habe ich ihn auch übersehen. Ich habe keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall einen kleinen Bären dabei gehabt. Ein junges. Vielleicht war er deswegen so aggressiv, der Kollege. Ja, gut. Ich lasse das Auto mal gerade hier. Und schnapp mir mal meine Flinte, weil ich lasse mir hier nicht einen Bären aufbinden. Ganz bestimmt nicht. Wo war der Penner? Wo war der? Ist eigentlich nur bei mir so, dass ihr das Gefühl habt, dass das Spiel sehr leise ist? Nö, es geht aber eigentlich, ne? Ach, vielleicht liegt das an der tollen Perücke. Was ist das denn für eine tolle Straße hier? Die Schnittstraße. Hm? Naja. Wo ist der Kollege? Mr. Pets? Wo sind Sie? Wo ist denn der Assi? Wo kam der her und warum? Der hinterm Heisenberg-Mobil? Hallo? Herr Bär! Harald Bär, wo bist du? Oh, guck mal. Kann ich das mitnehmen? Das ist ein Kanister. Oh, ein Kanister. Hallo, Herr Bär? Viel mehr Bär? Ich weiß nicht, wo der ist. Jetzt nicht da, oder was? Wäre ja lustig, weil ich jetzt neu geladen habe, dass er nicht mehr da ist. Herr Bär? Ich schütte dir Sand in die Augen, wenn du zu mir kommst. Wenn es nur gehen würde. Irgendwie ist er weg. Wo ist der blöde Hund? Bär. Hä? Okay. Das ist interessant. Oh, kletter mal gerade aufs Heisenberg-Mobil. Was ich nicht umarmen lassen? Naja, der Bär hat andere Seiten mit mir aufgezogen, sagen wir es mal so. Der hat mich in die Textur gekloppt. Und ja, einen schönen guten Abend, da Silber. Hallo. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wo der Bär hin ist. Ist der Penner? Ich hab keine Ahnung, wo er gerade rumgurkt. Kann's euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist er nicht hier.
Ja, hier nicht. Hier ist er auch nicht drin. Der Bär? Habe ich den eventuell eben angelockt, weil ich mit dem Auto gefahren bin? Eigentlich nicht, ne? Scheinbar spawnen die Viecher nicht immer gleich, wenn man neu lädt. Aber die sind doch eigentlich immer in so einem Gebiet. Die rennen doch eigentlich immer in so einem ähnlichen Gebiet rum. Bin eben mit dem Auto hingefahren. Ja, das kann ihn angelockt haben, aber ich glaub's irgendwie fast nicht. Weiß es aber nicht. Ich hab keine Ahnung. Also, ich gehe mal hier hoch. Vielleicht wohnt er hier oben. Vielleicht haben wir genauso einen Dachbär wie einen Dachhirsch. Wie Horst Harald. Was ist denn das? Explosiver Pfeil? Okay. Oh. Jetzt muss ich mal hier mich gerade mal umgucken. Moment. Oh, ein Stein. Und was ist das? Eine Elektronik-Teil-Dingens-Karte. Electronic-Part. Aber ich sehe den Bären hier auch nirgendwo. Das ist aber komisch. Also das verstehe ich nicht. Der hatte sein Junges dabei, der hat mich in den Boden reingekloppt und jetzt nach dem Laden ist er nicht mehr da. Na gut, schade. Dann ist das so. Also wir kommen gleich nochmal hierher und holen den Kram damit. Oh, was gibt's hier noch Schönes? Hier ist noch Holz. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Klebeband. Hochqualitative Metal Scraps. Ein Messer. Oh, Munition ist immer gut. Muni ist immer gut. Teppich. Was zu essen? Habe ich was zu essen noch? Ja, reicht noch. Sehr. Ui, schön. Guck auf den Dach nach. Ich guck gleich auf dem Dach nach. Oh, ein Zahnrad. Sehr gut. Also hier gibt es noch jede Menge zu looten. Guck mal, ob ich aufs Dach komme. Weiß es aber nicht, ob es klappt. Ne, komm. Oh, ich könnte es probieren, warte. Safe. Probiere es. Ich werde jetzt wagemutig. Uah. Bloß nicht runterfallen. Hallo? Nicht höher. Ne. Es geht nicht. Es geht nicht. Ah. Vielleicht muss ich die Waffe wegtun. Nein. Okay. Gut, ja. Ich komme da so nicht hoch. Vielleicht muss ich mir irgendwas anderes da noch hinbauen oder so, dass ich da höher komme. Ich weiß es aber nicht. So. Der Dachhirsch, ey, das kannst du niemandem erzählen. Ein Hirsch auf dem Dach. Ob das ein Easter Egg vom Entwickler ist oder ob das wirklich einfach nur random da gespawnt wurde? Wer weiß. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. So. Lade, lade, lade. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht runterfalle oder irgendwie sowas. Irgend so ein Bullshit? Nein, okay. Guck mal, ob der Bär jetzt wieder da ist. Wird ein Bug sein? Wahrscheinlich. Kannst du einen Spind hinstellen? Stimmt, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Das hätte ich jetzt eigentlich auch gemacht. Irgendwas hingestellt. Der? Ah. Damit müsste es ja auch gehen. So. Aha. So. Ha. Bin ich auf jeden Fall schon mal in der Ecke höher. Guck noch mal, ob der Bär hier irgendwo rumtänzelt. Da ist er. Da ist der Tanzbär. Da ist er wieder. Mr. Petz ist wieder da. Hallo. Oh, habe ich nicht ein paar wunderschöne Knie? Hm. Herrlich. Na du? Hat er sein Junges dabei? Eben hat er das Junge dabei gehabt. Was macht er? Putzt er sich? Oh. Plötzlich Bär. Was interessant. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder gespawnt. Vorhin war er es nicht. Weiß halt nicht, ob er sein Junges dabei hat. Sehe es aber auch nirgendwo. Ums. Ein Bär, müde Bär schlafen. Kann das sein, dass der irgendwie was von der Katze hat? Der hat sich gerade geputzt, jetzt legt er sich hin zum Pennen. Weiß nicht, ob Bären sowas standardmäßig machen. Das normales Bärenverhalten ist. Keine Ahnung.
möchte ihm aber auch ehrlich gesagt nicht zu nahe kommen. Und wenn ich ihm zu nahe komme, dann kriegt er von mir auf jeden Fall so eine schöne Ladung Schrot. Da ist sein Junges, wenn ich es richtig gesehen habe. Da unten ist das Junge. Oder? Irgendwas bewegt sich da nämlich noch. Das wird wohl nicht seine Flosse sein. Schleich mich mal an. Vorausgesetzt, das geht. Weiß es nicht. Gucken mal. Guck mal, wie weit ich komme. Vielleicht kommt der Bär auch nicht über den Zaun drüber. Hoffnungen und Wünsche. Ansonsten habe ich die Shotgun. Okay. Einmal aufs Eisenberg Mobil. Nein. Komm ich da so irgendwie hoch? Okay. Ich bin gesprungen. Ich glaube, hier kommt er aber durch. Ah, hier komme ich aufs Heisenberg Mobil. Sehr gut. Hm? Bär? Da ist er. Da liegt er. Weiß aber nicht, ob der... Hallo, Herr Bär. Du bist schon ganz schön ein fetter Kerl, du. Wenn ich dich mitnehme, gibt es ja doch ordentlich was zu futtern. Huch! Wird umgefallen. Das, was Bären so machen halt einfach, ne? Umfallen. Plötzlich umfallen. Zaun so viel höher als ich. Okay. Hallo. Aber er hat sein Junges nicht dabei. Das, was er eben noch dabei hatte. Ja. Tja. Ne? Ich würde sagen, scheiße. Gute Nacht. Huch, er hat schon wieder so komisch geleckt. Gebackt. Gebackleckt. Backleck. Wait. Mit der Bär. Wir haben den Bär. Lass mir meinen Bären aufbinden. Er kam hier nicht rein. Ich glaube, der hat einfach keinen Weg nach drinnen gefunden. Ein Pathfinding ist auch nicht gerade das Beste. Egal. Ich bringe ihn jetzt nach oben. Hol mein Auto. Und dann gibt es ehrige Grüße aus Moskau. Du bleibst jetzt hier. Und wehe, du bewegst dich. Seh das, wenn du dich bewegst. Ich mache auch die Tür zu. Kommst du nämlich nicht mehr raus. Hahaha, blöder Bär. So. Wir haben einen Bären. Eigentlich brauche ich das Fleisch von dem Bären gar nicht, weil ich habe so viel zu fressen. Das wäre quasi ein bisschen Verschwendung, wenn ich den jetzt noch mitnehmen würde. Komme ich hier einfach so runter? Oder breche ich mir da wieder Dekreten? Ja, komm runter. Okay, dann hole ich mal eben das Flottermobil. Frage, wo stand das? Ich glaube, da hinten irgendwo. Juhu, wo ist mein Flottermobil? Da unten ist es. Hoffen wir, dass hier nicht noch ein Bär ist. Boah, Hunting Area klingt schon stark nach Zweitbären und Drittbären. So, mal gucken. So. Buckeln wir mal da hoch. Mit unserem kleinen Flottermobil. Was? Schwein. Elendes Schwein. So. Hoffe mal, das Vieh ist nicht gerespawnt jetzt. Weil wir kurz aus dieser Zone raus waren hier. Ah. Okay. Raus hier. Guck nochmal gerade. Ob Bernd der Bär gerespawnt ist. Aber ich hoffe es einfach mal nicht. Nö. Okay. Na gut. Hoffen wir es einfach, dass es so bleibt. So, machen wir unsere Karre wieder voll. Auch wenn sie das schon ist. Lashings hatte ich hier noch irgendwo in der Kiste. Das tue ich mal gerade raus. Ich sortiere mal so ein kleines bisschen. Ach, guck mal, hier waren auch noch welche von den Dingern.
So, hier ist nochmal Lashing, genau. Einer kann da noch rein. Hier ist noch Clay, sehr gut. Der war hier nicht drin. Habe ich jetzt hier schon Clay rein? Nein. Ach, hier ist noch Kaffee drin. Quatsch, Corned Beef. Oh, Kanister für 2,5 Liter. Kann man damit trinken? Der ersetzt meine Wasserflasche. Sehr gut. Ja, nice. Mega gut. So, das kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Und das olle Kackholz kommt jetzt hier rein. Ich habe ja sehr viel leer geräumt, sehe ich gerade an der Karre. Aber ich habe doch eigentlich jede Kiste durchgeguckt zwischen den Streams. Mit, waren ja mehrere. Eigentlich habe ich die durchgeguckt. Na, Bernd der Bär, bist du noch da? Sehr gut. Bleibst noch ein bisschen da liegen. Ich muss jetzt hier erstmal Zeug mitnehmen. Ach, ein neues Messer haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. So. Hier was drin? Nö. Kann ich den mitnehmen? Ach, schade, den kann ich nicht mitnehmen. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Und den nehme ich mit. Hä? Kostenloser Schrank. Schrank24.de. Ach, komm her. Mit. Komm ich jetzt nicht an den Bären vorbei? Müssen wir jetzt einen Bären aufbinden, oder? Nein, geht. Okay. So. Wir haben einen neuen Schrank für unser Fahrzeug. Ach Quatsch, das muss ich ja hier drüben. Muss ich ja hier drüben machen. Huch. Egal. Packt einfach nicht. So. Na, gehst du hier rüber. So. Und dann runter mit dir. Och. Ernsthaft. Jetzt. Plopp. So, und jetzt nehme ich noch Bernd auseinander. Habe ich eigentlich genügend Platz im Inventar? Natürlich nicht. Bleib mal noch hier kurz. Muss mal gerade meine neue Errungenschaft verladen. Da. Haben schon lange keinen Nebel mehr gehabt, ne? Möchte es nicht beschreien, aber irgendwie... Das Spiel heißt doch Mist. Survival. Wäre doch mal eigentlich angebracht, wenn es mal wieder nebeln würde. So. Nicht schön, aber selten. Es ist immer so geil, dass man so Zeug einfach... ein so ein Angeldingens habe ich gefunden. Sehr geil. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht. Muss man gleich mal nachschauen. Und eine Angel! Nee, ach, das ist ein Angel. Ach, ja, ich dachte, das wäre gerade ein Stück Angel, aber es ist ein explosiver Pfeil. Schade. Wo war das nochmal? Hier. Rückseite? Nee. Fishing. Hier. Guck mal, jetzt habe ich so ein Ding. Zack. So, jetzt brauchen wir nur noch die... die Angel schon selber, also die Angelrute, und wir brauchen noch einen Köder. Aber einen Köder haben wir doch schon. Habe ich noch nicht dran gebaut. Okay, na gut. Nehmen wir eben Bernd den Bär auseinander. Was? Angel, TNT, ach, fast das gleiche. Ja, stimmt. Hast du vollkommen recht. Mal, habe ich nicht gerade was trampeln gehört? Habe ich jetzt schon Hallus? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe gerade was trampeln gehört. Kann auch täuschen. Weiß es nicht. Kann mich auch täuschen. So, speichern. So, Bernd. Zeig ich mal. Du hast doch so einen schönen Schädel hier. Hallo, Michael. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht es dir? Best to use. So, 2 Units. Einmal rausprügeln. So. Und dann hier nochmal ein bisschen mit rausprügeln aus dem Viech. 8 Stück. Boah, krass. Hier kommt halt super viel raus aus den Viechern, ne? Das lasse ich mal beides. Weil, ja gut, das könnte man höchstens noch machen. Aber ganz ehrlich, mit der Hammer brauchen wir nicht. 6 Stunden. Okay. Gut, ja. Wenn man sonst nichts zu tun hat, nimmt man 6 Stunden lang einen Bären auseinander. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Messer schneller gegangen wäre. Wahrscheinlich nicht, ne? Krieg nicht mal alles mit. Oh Gott, wie viel. Wie viel in diesem Vieh drin ist einfach. Wow. Wow, 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 wow. So, und hier aus den Pfoten kriege ich nichts raus. Okay. Ja, hier hat sich gerade was angesammelt. Ah, gut. Ich kann die Lampen nicht unbedingt so lange anlassen, weil die Batterie dann schnell alle geht. Ich hoffe, ihr seht noch genug. Es ist noch hell genug für euch. So. Und dann bringen wir mal gerade Bernd den Bären nach unten ins Auto. Lässt du mich mal durch? Blöde Tür. Sonst komme ich doch mal vorbei. Achso, ich muss erst mal gucken, ob hier ein neuer Bär ist. Sieht nicht so aus.
Sieht nicht so aus. So, Tür auf. Dann unsere Leckereien hinein. Wow, ey, so unfassbar viel Zeug einfach, ne? So einen euren Kackbären. So, den Rest nehme ich auch noch mit. Gut. So. Machen wir die Lampe wieder an. Huch. So, habe ich jetzt alles aus Bernd raus, was ich gebrauchen kann? Sieht so gut aus. Okay. Guti, 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 gut. So. Dann packe ich das noch gerade wieder in die Bänke irgendwie hier rein. Ja. Mal, ich habe doch das alles leer gemacht. Warum ist denn das hier noch drin? Geht das nicht. Na egal. So, hier liegt noch ein Brett. Nehme ich auch noch mit. Hier ist noch eine Dose. Könnte man eigentlich auch noch mitnehmen, aber ich lasse das mal noch da. Eigentlich wollten wir hier umziehen, ne? Eigentlich wollten wir uns einen Spot für einen Umzug suchen und nicht hier auf die Jagd gehen. Hat ja gut geklappt.